Die schwarz-gelbe Koalition soll in Nordrhein-Westfalen bis zum kommenden Freitag stehen. Das ist der Wunsch der beiden Spitzen von CDU und FDP, Armin Laschet und Christian Lindner. Der FDP-Chef gab sich heute optimistisch. Denn alle wissen, die neue Regierung hat nur eine Stimme Mehrheit. Und sie steht unter Beobachtung bis zur Bundestagswahl, bei der eine schwarz-gelbe Koalition auch im Bund laut Umfragen zurzeit möglich ist. Mit Blick auf den Haushalt in diesem Jahr, den wir ja als Regierung übernehmen werden, gibt es noch einige Unwägbarkeiten und Risiken. Wir haben uns zwischenzeitlich auch mit dem Finanzstaatssekretär Herrn Messerl ausgetauscht. Und auch dabei ist deutlich geworden, es gibt unter anderem als Risiko in diesem Landeshaushalt die dramatische Unterfinanzierung, auf die Joachim Stamm gestern bereits hingewiesen hat, unserer Kindertagesstätten, die wir mit einem Rettungspakt in den Griff bekommen wollen. Und um nur ein zweites Beispiel zu nennen, auch die Pensionslasten unserer Landesbeamten sind, weil Rot-Grün den früheren Konsens, den wir einmal hatten, im Landtag verlassen hat, nicht richtig aufgestellt. Und auch hier müssen wir gegensteuern. Das heißt, eine erste Amtshandlung unserer neuen Regierung wird sein, eine detaillierte Bestandsaufnahme zum Haushaltsjahr 2017 vorzunehmen und auf dieser Grundlage dann zu handeln. Wir haben dann, um ein Thema zu nennen, was natürlich auch etwas mit Finanzen zu tun hat, uns intensiv über den Bereich Kommunen unterhalten. Wir haben auch geänderte Grundsätze unserer zukünftigen Kommunalpolitik besprochen. Und wir wissen, dass die kommunale Familie in Nordrhein-Westfalen stark ist, aber auch von hoch unterschiedlichen regionalen Spezifika geprägt ist, die wir in Zukunft beachten wollen. Denn für uns gilt, die Stärken einer jeglichen Region weiterzuentwickeln. Wir werden den Kommunen, um einige Punkte aus diesem Programm zu nennen, durch die Absenkung des kommunalen Kostenanteils am Unterhaltsvorschuss finanziell entlasten. Wir werden ein Kompetenzzentrum schaffen, das wesentlich besser als bisher interkommunale Zusammenarbeit und regionale Zusammenarbeit in den Blick nimmt. Wir werden noch einmal auf den Prüfstand stellen und überprüfen das Instrument der Einwohnerveredelung. Und wir wollen durch das Einfrieren fiktiver Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz eine, wenn Sie so wollen, faktische Bremse bei der Grund- und Gewerbesteuer schaffen. Nicht zuletzt tun wir das, was wir vor der Wahl auch versprochen haben. Wir werden den Kommunalsoli mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 ersatzlos streichen. Das Land Nordrhein-Westfalen wird mit einer neuen FDP-CDU-Regierung eine Bundesratsinitiative ergreifen zur Veränderung der Grunderwerbsteuer. Als bürgerliche Parteien haben FDP und CDU das Ziel, den Menschen zu erleichtern, ein Eigenheim am Ende des Berufslebens zu haben. Eigentum darf kein Luxus sein und es gibt keine bessere Versicherung gegen Altersarmut als das mietfreie Wohnen im Alter. Und deshalb möchten wir einen Freibetrag von 250.000 Euro pro Person einführen. Wir sprachen immer von 500.000 Euro pro Familie, also 250.000 Euro pro Person einführen und wollen zusätzlich, ein Wunsch der CDU, auch noch eine zusätzliche Kinderkomponente mit einführen. Gegenfinanzierung möchten wir erreichen dadurch, dass die Deals von Großinvestoren, sogenannte Share-Deals, nicht mehr möglich sind. Wir wissen, dass in Schleswig-Holstein zur Stunde über eine vergleichbare Maßnahme gesprochen wird. Und wir würden uns also wünschen, wenn noch vor der Bundestagswahl Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen dieser Frage eine gemeinsame Initiative ergreifen, um hier der Mittelschicht, der Menschen in der Mitte der Gesellschaft zu erleichtern, sich etwas aufzubauen. Wir haben veränderte Einkaufsgewohnheiten der Menschen. Wir haben die starke Konkurrenz für den stationären Handel durch den Onlinehandel. Und wir haben Rechtsunsicherheit im Ladenöffnungsgesetz. Und deshalb strebt die neue Koalition eine gesetzliche Veränderung bei unserem NRW-Ladenöffnungsgesetz an. Wir wollen Rechtssicherheit schaffen und werden in diesem Zusammenhang den sogenannten Anlassbezug prüfen und Alternativen
rechtlich darlegen. Wir wollen an 8 Sonntagen im Jahr die Ladenöffnung ermöglichen. Sie wissen, bisher sind es 4 und glauben, dass wir damit einen Ausgleich gefunden haben zwischen den berechtigten Interessen des Sonntagsschutzes auf der einen Seite, den Interessen der Beschäftigten und auf der anderen Seite veränderten Einkaufsgewohnheiten und der notwendigen Fairness eben zwischen Online- und stationärem Handel.